Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gibt es natürlich ein September-Setup und da ich gar nicht mehr so viele Seiten in meinem Bullet Journal übrig habe und ich mir wirklich zum Ziel gesetzt habe, das bis zum Ende des Jahres zu nutzen, also ich bin jetzt hier schon auf Seite 115 und habe jetzt noch 115, 116 bin ich aktuell und 158 Seiten hat das Buch noch. Und ich würde es wirklich gern bis zum Ende des Jahres nutzen. Insofern werde ich mich wirklich bemühen, Platz zu sparen. Und deshalb gibt es dieses Mal keine separate Coverpage, sondern ich werde das miteinander kombinieren. Ich habe hier meine Monatsübersicht schon mal grob skizziert. Und dann lege ich das Ganze natürlich mit Feinliner nochmal richtig an. Dieses Mal freihand. Es gab schon die eine oder andere Beschwerde mittlerweile, dass ich ziemlich oft mit Lineal jetzt arbeiten würde. Obwohl ich ja immer so ein Verfechter von Freihand war. Insofern machen wir es mal wieder freihand hier. Und ziehen diese Linien wirklich mit einem schnellen Strich. Und so ist so eine Monatsübersicht wirklich schnell vorbereitet. Ich trage mir hier oben in die oberste Zeile dann die Wochentage ein. Das unterlege ich einfach mit einem braunen Brushpen, um das ein bisschen abzuheben. Aber viel mehr Farbe wird hier nicht auftauchen. Also ich nutze für dieses Setup den Brushpen und eben meinen Fineliner. Gleich nutze ich noch einen schwarzen Stift, um das Lettering etwas auszumalen, aber das sind quasi alle meine Stifte. Ich verlinke dir wie immer meine genutzten Materialien in der Videobeschreibung. Also wenn dich das interessiert, dann schau einfach unter dem Video, da findest du alle verwendeten Materialien. Ja, und dann trage ich mir hier einfach die Daten unten rechts in die Ecke ein. Ich finde das immer ganz praktisch unten rechts, weil das dann nicht im Weg ist zum Schreiben. Und ich trage hier oben auch noch den 31. und 30. August mit ein, damit ich das einfach noch im Blick haben kann. Ja, und das wird jetzt sozusagen mein Lettering für den Monat September ersatzweise für die Coverpage. Und ich zeichne das erst mit dem Fineliner vor. Also ich habe es erst mit dem Bleistift vorskizziert, um die Linien zu finden. Und insbesondere bei einem S ist das immer ganz praktisch, um so die Rundung gut auszumachen. Und jetzt male ich das Ganze mit einem schwarzen Brushpen aus. So ein Brushpen eignet sich eigentlich ganz gut zum Ausmalen, weil er eben diese feine Spitze hat. Und dann kann man halt ganz gut in die Ecken auch malen. Ja, hier an der Seite hatte ich ein bisschen viel Platz. Ich habe mich ein bisschen vertan und hatte gedacht, wir haben 8 Tage pro Woche. Stimmt natürlich nicht. Aber da fällt mir natürlich auch noch was ein, was ich da anlegen kann. Keine Sorge. Und zwar lege ich da einfach schon den Oktober an. Also alles, was in den Oktober fallen wird, das werde ich einfach da eintragen. Ja, und dann habe ich hier meine To-Dos. Da lege ich einfach zwei Bereiche für an und Ziele und Wünsche, das kennst du ja mittlerweile auch von mir, das lege ich auf der rechten Seite an und habe da meinen Bereich, um das eben einzutragen. Hier unten habe ich jetzt noch genügend Platz für meinen Tracker. Und den lege ich hier auch komplett so an, dass ich wirklich ganz bequem eintragen kann. Schön ist immer, wenn man hier diese Querstriche hat, einfach zur Orientierung für die einzelnen Wochen, macht sich einfach ein bisschen besser. Und dann kommen hier die ganz klassischen Kategorien von mir hin, also Stimmung, Motivation, Produktivität und Schlaf. Viel mehr brauche ich immer gar nicht. Und auf der nächsten Seite geht es jetzt natürlich weiter. Und hier werde ich mir dieses Mal wieder 2 Lines a Day anlegen. Also ich plane im September wieder 2 Zeilen pro Tag mir einzuschreiben und dafür reichen eben die Seiten genau aus, weil das sind tatsächlich 30 Zeilen, wenn man oben und unten den kleinen Bereich noch mitnutzt, also 60 Zeilen. Also ausreichend für 2 Lines a Day in einem Monat, wo eben 30 Tage da sind. Auf der rechten Seite, da starte ich jetzt direkt mit dem ersten Weekly Log für die erste Woche. Und das lege ich dieses Mal ein bisschen anders an als sonst immer, aber trotzdem auch sehr komprimiert. Und du siehst schon, ich lege mir hier auch den 30. und 31. August mit an, weil die eben in der Kalenderwoche mit
drin sind und dann habe ich das vom Überblick einfach ein bisschen praktischer. Das Wochenende, das lege ich auf einen Bereich, das reicht mir auf jeden Fall aus. Du kannst natürlich noch einen weiteren Kasten ergänzen, dann, wenn du das gerne auftrennen willst in Samstag und Sonntag. Ja, das ist mal eine ganz andere Variante, finde ich. Hier oben trage ich mir jetzt auch mal die KW ein. Es gibt so viele Leute, die gerne in KWs sprechen und ich bin da immer so ein bisschen raus. Deshalb wollte ich mir das jetzt auch mal so ein bisschen angewöhnen. Und hier unten drunter geht es dann direkt los mit dem Daily Log. Das ist es also, mein Setup, ganz kurz und knapp auf 4 Seiten mit einer Monatsübersicht, einem 2 Lines a Day, einem Weekly und dem Start in die Dailies. Für mich völlig ausreichend. Verrat mir unbedingt in den Kommentaren, wie du es findest. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag zu einem neuen Video. Ich freue mich drauf.